Hallo Leute und willkommen zurück zu mein. Na super, meine Schraube ist wieder raus vom Tisch. Na egal, willkommen zurück zu ASMT mit eurem Ryukan, Demo und Charlies Glue Factory. Mal schauen, ob ich heute mehr schaffe. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kämpfen wir uns durch Charlies Glue Factory. Mit Demo und einem Charlie. Komm her. Schwupp. Ah, ja, eigentlich hätten wir das auch anders machen können. Denn hier müsste. War das nicht hier? Na dann halt nicht. Ja, genau. Verschieß deine Kinder. Du bist gut drauf. Und direkt zu Anfang einmal gestorben. Ja, warum auch nicht, ne? Wenn man nichts Besseres zu tun hat, dann darf man auch mal zu Anfang eines Spiels sterben. Auf jeden Fall, ja, genau, wir kämpfen weiterhin mit Legs. Bop. So, ich wollte aber eigentlich da an die Münze. Aha, da ist er doch. Dichtblock habe ich gesucht. So. So, damit ich den Sprung auch schaffe. Ich sagte, damit ich auch den Sprung schaffe und nicht damit ich in die Lava falle. Oder in den Kleber. Ich glaube, das soll Kleber darstellen. Mit einem kleinen Kleber-Podovo. Aber egal. wir sind gestorben. Und dürfen das hier nochmal machen. Komm her. Los, Demo. Ich brauche eindeutig Leben. Zack. Du schießt deine Kinder. Ist das nicht... Oh, fuck. Das hätte so knapp sein können jetzt. Aber ich habe es geschafft. So, Podobo. So. Kleine Mini-Charlies, gegen die wir kämpfen. Kommt dann Podobo? Nein, aber der wirft mit seinen Kinder weiter. Oh mein Gott. Oh nein, da kommt ein Podobo. Nein, warum so kurz vorm Ziel? Das ist doch nicht wahr. Ja. Nein, warum Demo? Warum tust du nicht das, was ich einmal will? Das ist doch jetzt nicht wahr. Nose. Nein, du würdest mich töten. Genauso wie die beiden mich eigentlich töten würden. So, super. Wir haben hier einen Midpoint, der uns eigentlich so gut wie gar nichts bringt. Da uns auch schon hinter dieser Tür der Bossgegner erwartet. Oh ja. Es sind... What the? Zwei Charlies. Ich muss nach da oben. So, eins. Komm. Wenn ich schon das eine verliere, dann will ich wenigstens das andere haben. Wirfst du die auch mal so, dass ich da hoch komme zu dir? Ah, Hilfe. Nein. Nein. Oh Gott. Komm, Brunner. Komm her. Na, jetzt geht doch. Und wir haben die Kleberfabrik hinter uns gebracht und können eigentlich auch schon mit der zweiten Welt anfangen. In der Hinsicht, ich könnte noch das Level der zweiten Welt machen. Das erste Level, das würde noch reinpassen. Und, oh, da wird die erste Burg zerstört. Mit einem Yoshi-Ei. Boom. Da-da-da. Ja, wir haben das erste Schloss zerstört. Ja... Okay. Wer das für mich übersetzen kann, darf das gerne tun, weil ich kann es nicht. Tut mir leid, Leute. Seid mir bitte nicht böse deswegen. Auf jeden Fall, jetzt müsste auch ein Speicherpunkt kommen. Ja. Und wir rennen mit einem Leben durch diese Welt. Super. Perfekt. Ja. Und wir starten in einem Wald. Nicht schlecht. Und mit das erste Level ist die Bouncing Bridge. Ab hier wird's halbwegs... Ja, ab hier wird's blind. Das, die ersten paar Levels kannte ich schon, aber ab hier wird's wirklich blind, weil ab hier habe ich damals das LP nicht so wirklich verfolgt. Das fängt erst später wieder an. Auf jeden Fall, nicht drum herum reden. Weiter geht's mit der Bouncing Bridge. Bow, bow, bow. Okay, diese Wälder sind reich mit Flora und heißen Charlies. Doch, nee, doch. Ja, muss auch wieder einer übersetzen. Wer Lust hat dazu, darf es gerne machen. Hilfe, Charlie verfolgt mich. What the? Ein Yoshi.
Okay, er ist ein Gegner gewesen. Ein Einkaufswagen? Ja, das ist auch nicht schlecht. Okay, dachte ich mir schon. Ein Oktopus, geil. Ja gut, den kenne ich schon, aber es ist trotzdem mal geil, den live zu erleben, mal nicht in Raukaus LP zu sehen, sondern wirklich mal live gegen so einen Oktopus zu kämpfen. Das ist cool. Das ist nicht schlecht gemacht. Ich glaube, das Ding hier hat zwei Ausgänge. Ich habe mich, glaube ich, nicht verguckt. Ich werde erstmal, glaube ich, den normalen machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich da nicht doch gerade ver... Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Geil. Ja. Komm los. Aha. Ja, spring in ihn rein, Rio. Demo. Und ein Midpoint, der uns rechts wenig bringt. So, komm her, Charlie. Du stehst mir im Weg. Danke. Eine Höhle. Was sagt uns diese Höhle? Hey there, guy. If you stay on the yellow platforms... Oh, wenn ich zu lange auf diesen Plattformen stehe, dann werde ich zerquetscht wie ein Pfannkuchen. A pancake. Also, Demo, gib Gas. Nein! Verdammt. Ich bin gestorben. Tja, gut, dass wir gespeichert haben. Ja, müssen wir da hinlaufen. Ah, komm her. Nein, ich war zu langsam. Oh, ich bin schon wieder gestorben. Aber wir haben den Midpoint, ja. Scheiße. Okay, noch einmal. Nächster Versuch. So, vielleicht klappt es mit dem kleinen Demo ja besser. Wir werden es sehen. So, Demo, gib Gas. Ich sagte, gib Gas, nicht spring in die Lava. Das ist sehr schön. Ich schätze mal, diesmal werde ich wohl zwei Parts brauchen, wirklich. Oder ich muss so klein rendern, dass ich auch selbst Toda hin und wieder mal rausrendern muss. Ha! Ha! Charlie! Ha! Ha! Charlie! Kriegst mich nicht. Los, komm. Dann habe ich wenigstens schon mal den Geheimausgang hiervon. Warum springst du da rein, Demo? Warum springst du da rein, Demo? Demo, Demo, Demo. Du bist so gemein zu mir. Komm her. So. Ja. Ja, das wird wohl zwei Parts. Das kann ich euch versichern. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich habe den P-Switch. Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt müssen wir damit zurück, weil halt... Oh Gott, war das knapp. Jetzt habe ich echt Sorgen gehabt, dass ich es nicht schaffe. So, na komm. Eins, zwei, mir egal. Wir müssen mit diesem P-Switch jetzt hier rein, weil wir das da unten aktivieren wollen. Beziehungsweise, ich will das. Danke für den Pilz. So, hier lang. Jetzt kommen wir nämlich hier hin und hier müsste auch der geheime Ausgang sein, wenn ich mich nicht täusche. Schwupp. Ah, nicht aufpassen, nicht zu hoch springen. Blöpp. Da ist ja noch so ein, noch ein Disco Cooper. Ja, Disco Cooper, natürlich. So, So, zack, das hätten wir, zack, das hätten wir auch. Und wir haben den geheimen Ausgang, Leute. Ja, jetzt mache ich noch schnell den normalen Ausgang. Und dann haben wir auch dieses Level hinter uns. Plöpp. So, das ist Fire Hazard Canopy. Okay, wir gehen nochmal natürlich hier rein. Weiter. Swupp, swupp. Hier ist jetzt natürlich der normale Weg. Mit zwei Leben. Ich bin gerade einmal schon gestorben. Aber hab das Leben dazu gekriegt. Dup, 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 dup. Uah. Gumbas, die fliegen. So, hier entlang müssen wir. Wir machen jetzt natürlich, wie gesagt, den normalen Weg. Uah, Angst. So, hoch hier. Da ist ein Coin. Da komme ich nicht dran. Egal. Oh, Glück gehabt. Uah. So macht man das. Und hier ist das Ziel. Wir holen uns jetzt natürlich wieder ein paar satte Punkte.
Wir haben das Level endlich geschafft. Yay. Ja. 26 Tode schon. Wahrscheinlich sind es eigentlich 30. Ich muss ja zu Anfang. Ich wiederhole mich. So. Wir haben zwei Level freigeschaltet. The Cave, Where the Crystals Are und Firehaz Canopy. Wir machen beim nächsten Mal mit Firehaz Canopy weiter. Und ich würde sagen, ja, das war fürs Erste mit Demo. Das war's mit ASMT, mit eurem Ryukan. Leute, haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf